Okay, bist du ready? Ja. Hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Videoformat. Und zwar haben wir noch gar keinen richtigen Namen für das Format. Auf jeden Fall geht es darum, ein Haus zu renovieren. Sowas wie How to und How to not. Der Hausumbau. Ich bin Joel. Ich bin Caro. Wir haben vor anderthalb Jahren dieses Haus, wo wir gerade drinnen sitzen, gekauft. Und haben das zusammen renoviert. Mit sehr viel Schweiß und Mühe. Zeit und Mühe, genau. Und sind sehr happy mit dem, was rausgekommen ist. Das hier ist unser Wohnzimmer, was ihr hinter uns seht. Wir haben, während wir das gemacht haben, einiges auf Instagram gepostet. Und immer wieder kamen Fragen, hey, könnt ihr das auf YouTube machen? Oder könnt ihr mal noch mehr zeigen, was ihr macht? Oder wie habt ihr denn das und das gemacht? Und deswegen haben wir uns dann gedacht, gut, dann filmen wir einfach alles und laden es bei YouTube hoch. Und deswegen herzlich willkommen zur ersten Folge von diesem Format. Der Kanal hier hieß bisher ja Joel Doing Australia. Ich werde ihn jetzt umbenennen zu Joel Doing. Also hat Caro einen TikTok-Account erstellt, bei dem sie sich mit dem Garten beschäftigt. Ja, Garten ist mein Thema. Ich liebe es einfach. Ich würde nur gärtnern, wenn es nicht auch noch ums Renovieren gehen würde. Es handelt sich dabei um das Nachbarhaus. Und zwar haben wir hier einiges an Garten, aber wir hätten gerne noch mehr Garten. Aber nicht, weil wir einfach den Platz brauchen für Spielen, sondern wir wollen halt gerne anbauen. Und deswegen wollen wir auch... Lebensmittel, richtig. Deswegen sollen auf dem Nachbarn... Deswegen sollen von dem Nachbargrundstück nochmal ein paar Meter weggenommen werden hinten und mit unserem Grundstück verbunden werden. Da wollen wir 10 Beete, ein Gewächshaus und dann noch ein bisschen Platz für Sträucher und... Beeren und Bäume. Genau. Und so. Da wird euch Caro so ein bisschen durchführen, aber es wird auch was auf dem YouTube-Kanal hier geben. Wie heißt denn der Kanal? Garten-Tante. Genau. Die Gartentante. Also die Gartentante Caro, quasi. Genau, deswegen in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß ab jetzt bei diesem neuen Format. Bis dann. Also hier sind wir jetzt in dem Garten, über den wir geredet haben. Hier ist ein Pool. Ja, also man braucht eigentlich nichts dazu sagen. Man sieht, was hier so ist und dass hier relativ viel Arbeit ansteht. Hier haben sie damals den Pool ausgehoben und einfach hier hingekippt. Dementsprechend ist hier halt einfach so ein Haufen. Da sieht man aus dem Boden so ein kleines Holz, so einen kleinen Holzpfosten rausgucken und da so ein Schnüdel für den Schlauchanschluss. Da ist eine Grundwasserpumpe. Und unser Plan ist es, also hier waren überall große Büsche, da kann ich jetzt auch gerade mal Videos einblenden. Ich bin hier mit der Drohne drüber geflogen und habe auch mein Handy schon gefilmt, bevor wir die GoPro hatten. Und wir haben hier einfach alles gefällt, wie ihr seht, vor dem 1. März. Weil nach dem 1. März darf man ja wegen Vogelschutz nicht mehr. Und jetzt haben wir hier das alles rumliegen. Und es muss alles geschreddert werden, da wollen wir uns einen Schredder holen. Und dann einmal hier mit dem Bagger den Garten glatt ziehen. Oder eine andere Idee ist, hier noch so eine kleine Mauer hinzumachen, dass man das terrassiert quasi. Da nehmen wir euch überall mit. Aber zuallererst, hier sind überall diese Bodenplatten. Hier am Rand auch, die lassen wir vielleicht erstmal. Besonders da hinten, die müssen alle weg. Die wollen wir erstmal hier aufstapeln, dass die dann beim Baggern und wenn wir hier mit dem Jeep durchfahren und den Schredder hier reinziehen, dass wir dann da nicht irgendwie diesen Bodenplatten irgendwas kaputt machen oder so. Und vielleicht verschenken wir die auch auf Kleinanzeigen. Da hat noch jemand was davon. So der Plan. Deswegen fangen wir jetzt an mit den Platten. Der Schlüssel ist schon fest verbaut in meinem Schlüsselbund. Und das Coole ist, wir haben ja auch noch ein paar... Ach, ich habe gerade abgeschlossen. Also man braucht keinen Schlüssel. Doch, hast du jetzt abgeschlossen? Geschlochen? Geschlochen. Das Coole ist, wir haben noch ein paar Sachen hier mitbekommen. Tada! Geht diese Tür von alleine zu? Ja. Also hier ist schon mal ein Besen. Den wollte ich hier reinklemmen, das geht überhaupt nicht bei der Tür. Doch, geht. Genau, also einiges an Gartenwerkzeug. Hier diese wahnsinnig hippe Black & Decker Heckenschere. Für offensichtlich sehr kleine Hecken. Ja, ein paar Sachen habe ich ja schon geholt für uns. Axt, hier ist sogar noch eine Motorsäge. Allerdings mit voll die Verarsche, guck mal. Oh ja. Mit Strom. Aber das wäre eigentlich voll das Richtige für dich, oder? Eigentlich schon. Genau, also noch eine Kettensäge, das ist dann die dritte, die wir haben. Fangen wir an mit den Bodenplatten. Wir haben ja auch ein krasses Maulwurfproblem. Aber ich denke mal, nach dem Bagger haben wir das Problem nicht mehr. Los geht's. Ist der Kind.
Jetzt gerade beim Steine wegräumen hinter so einem alten Kompostding Schnittlauch gefunden. Also ganz ehrlich, ich fühle mich wie so ein Beauty-Vlogger. Machen wir mal ein bisschen wärmeres Licht. Bei mir nicht ganz so hässlich, oder? Es geht. Wir fangen heute an, tatsächlich mit dem allerersten Schritt in dem Haus, was wir gekauft haben, zu renovieren. Wir haben innen drin jetzt noch gar nichts gemacht, außer wirklich Sachen, die drin waren, bei eBay Kleinanzeigen verschenkt. Genau, und das allererste, was wir jetzt machen, sind erstmal die Bäder raus, weil überall soll Fußbodenheizung rein, das ist der Plan. Dazu müssen erstmal alle Bäder raus und der Boden einigermaßen begradigt werden. Da muss natürlich auch eine Nivelliermasse drauf, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ich nehme erstmal die Bohrmaschine raus, die kommt mit rüber, die GoPro kommt mit rüber, der Hund kommt mit rüber. Und die gute Bosch-Lampe, dass wir was sehen. Und wir haben, als wir unser Haus gekauft haben, haben wir extra breite Meißel gekauft. Nämlich genau so welche. Und die sind für Fliesen richtig geil. Also, ich weiß nicht, wie die hier abgehen drüben, aber hier, die sind wirklich teilweise so abgesprungen. Das war ganz geil. Die gibt es leider in nicht noch breiter. Die hier sind, glaube ich, 7,5, wenn ich mich nicht irre. Auch schon nicht schlecht. Kann man aber auf jeden Fall auch schön nutzen, um so Putz und so runter zu machen. Also bei uns hier zum Beispiel im Haus habe ich auch noch eine Anwendung dafür. Werde ich euch dann auf jeden Fall auch mitnehmen. Und dann gehen wir jetzt mal rüber. So, da sind wir. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich, wie man unschwer sieht für diese Haustür hier. Hier direkt ist das Gäste-WC. Ich zeige euch das. Orange Fliesen, Zentimeter dick aufgetragen, altes Fenster, kommt ein neues Fenster rein. Hier ist noch so eine richtig kranke alte Jalousie. Ganz schön fancy, die kommt natürlich auch weg. Ja, aber hier, also ihr seht jetzt überall Dreck, also es muss sowieso alles neu, und sind auch neue Fliesen. Ich habe mir hier schon direkt eine Bütte mitgebracht, damit ich nicht alles einzeln aufheben muss. Oh, ich liebe kabelgebundene Geräte. Also das Klo ist eh völlig outdated und keiner will ein 40 Jahre altes Klo. Deswegen kommt es auch weg. Ja, wir haben ja wirklich viel bei Kleinanzeigen reingestellt, aber es macht ja keinen Sinn. Also sowas will ja keiner. Auch lecker hier. Yummy! Mega lecker. Yummy! Mann, ich muss dringend mal mehr Werkzeug mit herbringen. Das ist jetzt gerade alles, was ich hier habe. Normalerweise habe ich meine andere Hose und meine nicht ganz so dreckige Arbeitshose. Auch noch Schraubenzieher drin, aber gut. Schauen wir mal, was hier die erste Fliese macht. Da ist kaum Fliesenkleber drauf. Was ist das denn? Boah, das macht dann einfach einen guten Eindruck hier. Glaube ich. Ich glaube, ich nehme doch lieber den schmalen Meißel. Die haben zwar wenig Kleber, aber eine recht flächige, gleichmäßige Klebung, deswegen platzen nicht so schön ab. Also der hier ist auch. Ja, na gut, jetzt gibt es einen Zeitraffer. Also ein kleines Fazit soweit, geht ganz gut. Ich werde jetzt das Fenster auch mal ein bisschen atmen kann. Aber ja. Genau, hier diese, das wollte ich euch noch zeigen. Die hat wohl auch schon ihre besten Zeiten. Wie passiert sowas? Sonne? Obwohl das hier so ein komisches Fenster ist? Frage ich mich echt. Ich weiß gar nicht, warum man sowas früher gemacht hat. Das ist echt hässlich. Ich glaube, wie schön das jetzt schon aussieht. Jetzt versuche ich gerade hier dieses Fenster schräg zu stellen. Jetzt muss ich das hier unten auch mal schräg zu machen. Muss man das hier unten so einhängen. Wow. Fast entgegen. Neue Fenster für hier sind auf jeden Fall schon bestellt. Ich habe doch auch eben gesagt, die hätten hier nicht viel Fliesenkleber benutzt. Aber das hier ist alles Speis. Das kann ich auch alles mit runterstemmen. Ich dachte gerade so, wer mauert denn so? Ohne Versatz und so, aber die sind in Speis einfach gelegt. Das ist gar kein Kleber. Also das muss auch alles runter. Also einiges mehr Bauschutt als ich dachte. Aber egal, ist halt so.
Also ich weiß nicht, wie gut man das erkennt, aber hier ist jetzt der Stein. Und hier ist auch hier an der Seite. Hier sind diese Sauerkrautplatten, nennen wir die immer. Ich weiß gerade nicht, wie sie richtig heißen. Naja, auf jeden Fall. Hier oben ist Putz. Hier unten habe ich direkt die Sauerkrautplatten dick Speis gemacht und dann da die Dinger reingelegt. Ich weiß nicht, warum die da so krank übertrieben haben mit der Menge. Irgendeinen Grund wird es haben. Wahrscheinlich, weil man es früher einfach so gemacht hat. Hier hinten sieht man die normale Steinmauer. Hier gehe ich auf jeden Fall bis zum Stein runter, weil die Fliesen dann... Also das hier muss ja sowieso alles überspachteln, bevor das dann verfließt wird hier jedenfalls. Mal gucken, wie wir es hier machen. Bei uns haben wir alles einfach... deswegen haben wir einfach alles gespachtelt, großflächig. Die Bäder, das eine Bad war fertig, das andere Bad fängt jetzt bei uns auch an, machen wir parallel mit diesem Projekt. Weil die Firma zum Fußbodenheizung fräsen, die kommt dann halt einmal und macht dann bei uns Obergeschoss und hier das Geschoss. Deswegen macht es dann schon Sinn, das zusammen zu machen. Auf jeden Fall, hier mache ich alles ein bisschen kurz runter. Hier muss ich mal gucken, ob das Sinn macht oder wie ich da am besten vorgehe. So, hier muss man jetzt natürlich gucken, wegen dem Wasseranschluss. Mein erster Gedanke war jetzt nämlich eben, dass sie hier das so dick aufgeschlagen haben, weil hier Wasseranschluss ist. Dass sie das Wasserrohr nicht in die Wand einstellen müssen. Und ich muss wohl mal Panzertape mit herbringen, um hier den Abfluss zuzumachen. Naja, mal gucken. Irgendwo ist auch noch Strom, hier ist auch Wasser. Ich vermute mal, die Leitungen gehen hier gerade runter mit dem Abwasser zusammen. Weil hier unten drunter das Haus ist teilunterkellert. Das heißt, hier unten drunter ist Heizungskeller. Ist genau, ja. Deswegen denke ich, das macht schon Sinn, dass die Rohre direkt nach unten gehen. Hier steht meine Waschmaschine übrigens. Die ist wirklich tatsächlich tief eingelassen. Und ich komme. Scheiße, habe ich gerade gespült. Nice. Ja. Das hier dreht sich nämlich übrigens auch nicht mehr, sonst hätte ich das vorher mal abgebaut. Das hier ist wie vorhin, als die Kamera aus war, getestet. Das ging nicht. So, da haben wir schon das erste Problem, weil hier Steine reingefallen sind. Hört es nicht mehr auf zu laufen und klemmt fest. Hier. Immer Schimmel in diesen Dingern hier überall, richtig eklig. Und die hatten damals schon Geberit hier, echt nicht schlecht. Also cool wäre es natürlich, wenn ich jetzt nicht mehr spüle. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ja. Tropft schon wieder. Nee, ich habe mir jetzt überlegt, genau deswegen hole ich mir jetzt mal noch Werkzeug und baue erstmal die Toilette ab. Wasserpumpenzange 17er, 19er Schlüssel müsste eigentlich reichen. Lass mal hier zudrehen. Sofern das noch geht. Ja, okay. Ist klar. Ist vielleicht ein bisschen dumm mit dem Winkel hier die ganze Zeit, aber ist halt ein kleines Klöchen. Die erste Bütte Bauschutt war auf jeden Fall relativ schnell voll. Und hol die nächste. Das hier ist auch ein bisschen behindert. Man kommt hier rein. Und die Lichtschalter sind aber hier. Die Lichtschalter werde ich jetzt mal auf die andere Seite verfrachten hier. Hier kommt nämlich auch eine abgehängte Decke rein. Ich weiß nicht, wann hier die Lichtschalter reinmachen. Wenn die Tür in die andere Richtung aufgehen würde, okay, aber so voll für den Arsch. Das restliche Wasser ablaufen lassen hier. Ja, naja. Und dann können wir hier dran gehen. Boah, jetzt ist schon warm. Tropft jetzt ein bisschen, ja, aber das ist nur Rest. Wenn überhaupt. Genau. Kann man vielleicht sogar. Ja. Wie geil. Kann einfach so ein bisschen. Kommt jetzt auch, liegt doch ein bisschen, kommt noch. Nummer 1. Türröhre. Bisschen eklig, okay. Sehe ich ein. So, und hier. Muss ich jetzt mal gucken, wie es festgemacht ist. Okay, lässig, es hat einfach so zwei kleine Schrauben an der Seite. Gar kein Akt. Auch ein stehendes Klo hier fällt weg. Also. Wir haben von Grohe haben wir diese Einbauer
Spülkästen gekauft. Das heißt, eigentlich ist es egal, was ich hier mache. Theoretisch kann ich es sogar stehen lassen, weil die kommt eh in den Einbaukasten davor. Aber es ist halt sau hässlich. Deswegen, und wir verlieren halt den Platz. Deswegen muss es schon alles runter. Also ich meine, diese 2 cm haben oder nicht haben, ist natürlich schon ein Unterschied. Bin mal gespannt, was hier unter den Bodenfliesen rauskommt. So. Hier läuft jetzt natürlich doch ein bisschen Wasser raus, aber das ist nicht so schlimm. Mal gucken, durch das Wasser, was da drin ist, bis dann laufen lasse. Ja, sehr gut. Hierfür muss ich mir jetzt nur eine Abdeckung holen für das Loch. Sonst fällt man mit der Bauschutt da rein und das wäre natürlich scheiße. Nee, der Bauschutt nicht scheiße, aber genau. Deswegen besorge ich mir jetzt erstmal was zum Abdecken. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich richtig erinnere, aber ich hatte noch ein 100er Deckel übrig. Und der passt natürlich nicht. War klar, oder? Das wäre auch viel zu leicht gewesen. Naja. Variante B, Panzertape. Das wird natürlich hier auf dem Boden jetzt brutal gut halten. Vor allem wenn es nass ist, hier auch noch Lappen. Hier mache ich auf jeden Fall schon mal Panzertape drum. Panzertape ist generell eine Lösung für alles. So. Das ist schon mal dicht. Das werden wir hier nicht mehr brauchen. Wir werden im Keller eine Waschküche einrichten. Ich finde einfach sinnvoller als hier, sich das Gäste-WC zu verbauen. Gäste-WC kann man ja auch eigentlich mal relativ gut sauber halten. Wenn du mal Wäsche wäschst, dann hast du wieder mehr Staub und Wassertropfen und bla bla bla. Deswegen lassen wir das klappen. Hier waren jetzt eben noch so 2 Winkel drin. Die habe ich schon weggemacht. Da war halt das Klo festgeschraubt. Da ist bestimmt nicht genug Panzertape auf der Rolle. Doch. Muss mich auch nicht halten. Soll nur den Schutt aufhalten. Und das wird's schon. Top! Weiter geht's mit Steffen. Jetzt ist mir eben noch eingefallen, dass wir hier so einen geilen alten Lüfter haben. Den haben wir neulich erst zum Lackieren benutzt. Da haben wir so einen alten Schrank wieder schick gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist ganz staubig hier. Und ich hatte das ja eigentlich mit Panzertape festgeklebt. Dann pustet echt gut den ganzen Staub raus. Das ist schon echt geil eigentlich. Die werde ich hier hinstellen, dann kannst du jetzt direkt alles rauspusten. Ich habe hier am Ende so einen Ring, so einen Metallring zusammengeschweißt, so Bewährungseisen. Und dann zieht das jetzt hier den ganzen Rotz raus. Geile Lösung. Ventilator läuft jetzt da unten und ich bin hier am Machen, so. Bin am Stemmen, jetzt seht ihr Zukunft. Lass mal gucken, was dahinter hervorkommt. Könnt ihr hier aus der Ego-Perspektive. FC Bayern München. Das ist ja geil. Mannschaft der Zukunft. FC Bayern München. Also ich habe so gar nichts mit Fußball am Hut. Ich war mal into Bodybuilding. Aber richtig witzig, ich finde sowas geil. Ich habe das bei uns auch eingearbeitet. Einfach irgendwas an die Decke oder die Wände geschrieben mit Datum, dass wenn man renoviert, dass man dann wieder was findet. Deswegen richtig witzige Sache. So, das war es jetzt mal für Tag 1. Hier in dieser wahrlichen Villa. So hell ist es hier übrigens wirklich drin, ohne die Strahler. Mit dieser Funzel hier. Das hier war das Highlight. Mannschaft der Zukunft, dass man sowas findet. Hier sieht man das nochmal genauer mit diesem Sauerkrautplatte. Ob ich das hier alles runter mache? Ich meine, es sind 3 cm oder sowas. Ja, es sind 3 cm. Also hier, ich denke, das kommt auch alles runter. Dann kann man hier schön die Schienen drauf machen und vollflächig spachteln. Um sowas hier wegzukriegen, ist dieser breite und flache Meißel perfekt. Genau, hier muss ich eigentlich die Heizung ablassen. Das mache ich auch die Tage. Hier soll die Decke übrigens auch abgehängt werden. Einfach für ein schöneres Raumgefühl und dann sieht es schon direkt viel moderner aus, wenn hier 2 Spots drin sind. Und hier eben diese Vorstelltoilette ist, ich denke, die kommt hier links hin. Der Heizkörper kommt ja am Ende auch weg. Also theoretisch kann ich das unten im Keller abschneiden, Kappe drauf, fertig, muss ich ja trotzdem ablassen. Weil hier kommt auch Fußbodenheizung rein. Tag 1, 2 Quadratmeter Fliesen abgemacht. Traurig, aber gut, ich arbeite halt auch Vollzeit im Moment, deswegen geht nicht viel mehr. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten, dann geht es richtig vorwärts. In diesem Sinne, ciao.